Ich erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, Herr Bundestagspräsident, ich habe mit Erstaunen und Wohlwollen festgestellt, dass Sie die französischen Gäste auf Französisch begrüßt haben. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das nächste Mal bei den chinesischen Gästen machen. Wir werden das abwarten. Und Herr Brüderle, eins muss ich Ihnen auch sagen. Also man kann der SPD und Grünen ja viel unterstellen, aber Ihnen neosozialistische Traumtänzereien zu unterstellen, ist wirklich in jeder Hinsicht abwegig, wenn ich das mal sagen darf. Und Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ja erklärt, dass man die Konstruktionsfehler bei der Währungsunion endlich beheben müssen. Aber dann hätten Sie eigentlich sagen müssen, dass die Linke das damals alles schon vorhergesagt hat und Sie fälschlicherweise Herrn Kohl und nicht uns zugestimmt haben, wenn ich darauf mal hinweisen darf. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben Ihren EU-Gipfel erlebt und ich stelle eine ungeheure Veränderung im Tempo fest. Früher dauerte das so Monate, bis ein EU-Gipfel Makulatur wurde, dann Wochen, heute nur noch wenige Tage. Ich werde versuchen, Ihnen das zu belegen. Sie wollen ja zusammen mit Sarkozy allein entscheiden, was in Europa passiert. Sarkozy möchte außerdem, dass die Deutschen die Schulden der französischen Banken mitbezahlen, um es einfach mal offen zu sagen. Da versucht er immer ein Konstrukt für zu finden. Na, bisher wehren Sie sich einigermaßen. Aber Ihnen geht es ja um das Vertrauen der Finanzmärkte. Dabei müssen diese Art von Finanzmärkte mal endlich bekämpft werden. Wir müssen nicht um deren Vertrauen ringen, sondern wir müssen sagen, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Aber abgesehen davon schaffen Sie das auch gar nicht mit dem Vertrauen. Ein Blick auf die Börsen genügt und Sie beweisen das Gegenteil. Nun haben Sie ja die Idee entwickelt, und da hat ja Herr Steinmeier recht, also so als Trick, dass der Internationale Währungsfonds ja zusätzlich Kredite geben soll, weil der Rettungsschirm natürlich nicht ausreicht. Das haben wir Ihnen übrigens vorher gesagt. Weil Sie das aber nicht zugeben wollen, gehen Sie nun einen anderen Weg und sagen dann stocken wir den nicht auf, sondern wir machen das mal über den Internationalen Währungsfonds. Nun, da sind aber auch die USA beteiligt. Und das Erste, was Präsident Obama gesagt hat, dafür kriegt der IWF von den USA nicht einen einzigen Dollar. Nun sagen Sie, trotzdem wollen Sie ja den Weg gehen, und zwar geht es um einen Betrag von 200 Milliarden Euro, und zwar für die betroffenen Länder. Das ist deshalb interessant, weil die Eurozone davon ja 150 Milliarden Euro bereitstellen soll und die Bundesbank davon wiederum einen Anteil von 45 Milliarden Euro. Und Herr Brüderle, was Sie hier zur Unabhängigkeit der Bundesbank gesagt haben, ist wirklich ein starkes Stück. Dieser Bundestag hat mehrfach beschlossen, dass wir maximal für einen Betrag von 211 Milliarden haften. Nun wollen Sie weitere 45 Milliarden hinzufügen. Und da sagt der Chef der Bundesbank doch völlig zu Recht, da muss erst mal der Bundestag beschließen, dass man in größerem Umfang haften will. Das ist doch wohl ein Minimum. Und das lehnen Sie ab. Und zwar lehnen Sie doch das nur deshalb ab, weil Sie nicht glauben, das in Ihren Fraktionen, vor allen Dingen in der FDP, durchzubekommen. Aber wir können doch hier nicht rumkleistern, bloß wegen des Zustandes der FDP. Ich bitte Sie, hier sind die Grenzen überschritten. Und natürlich müssen wir hier darüber einen Beschluss fassen. Ja, und dann wollen Sie ja neben dem vorübergehenden Rettungsschirm nun auch einen dauerhaften schaffen. Nun hat der Gipfel beschlossen, den schon vorzuziehen. Also mit anderen Worten, Frau Bundeskanzlerin, heißt es doch, dass Sie sich wieder mal verrechnet haben. Das heißt, Sie haben den dauerhaften Schirm zu einem Zeitpunkt angesetzt und stellen jetzt fest, es ist zu spät. Sie müssen das Ganze vorziehen. Okay, man kann sich ja korrigieren. Das bedeutet aber nun, dass wir zusätzliche 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen müssen, und zwar im Jahre 2012. Die stehen aber im Bundeshaushalt nicht drin. Daraufhin haben Sie zunächst gesagt, das wollen Sie eigentlich gar nicht drin haben. Und jetzt sagt Herr Schäuble, doch Mitte des Jahres 2012 will er die zusätzlichen 4,3 Milliarden in einem Nachtragshaushalt aufnehmen. Ich verstehe das nicht. Wenn wir es jetzt schon wissen, können wir doch eigentlich den Nachtragshaushalt, könnten Sie doch gleich beantragen, den zu beschließen. Und ich finde, ja, hören Sie zu, ja, natürlich, darauf können wir noch warten, Frau Merkel, bis der Vertrag unterschrieben ist. Aber eins darf ich auch sagen. Wissen Sie, Sie müssen sich beeilen. Sie wissen doch gar nicht mehr, wie viele Tage die Koalition noch hält. Wenn Sie den Nachtragshaushalt durchkriegen sollen, sollten Sie das nicht bis zur Mitte des nächsten Jahres verschieben.
Ja, wissen Sie, ich mache mir ja nicht die Sorgen um die FDP, aber ich finde, Sie sollten sich anfangen, Sorgen um die FDP zu machen. Sie meinten, Frau Merkel, als große Siegerin aus Brüssel zurückzukommen, und Sie hätten sich für die Stabilitätsunion entschieden und so viele dabei gewonnen. Die Kommission soll ja nun berechtigt sein, in das Budget, in den Haushalt der Länder einzugreifen, unter bestimmten Bedingungen. Und da hat doch der Bundestagspräsident recht. Das Grundgesetz regelt eine Hoheit des Bundestages für den Haushalt. Das sieht überhaupt nicht vor, dass eine europäische Behörde in den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland eingreift. Wenn Sie das beschließen, ist das ganz klar grundgesetzwidrig. Das hat auch keinen Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht. Darüber müssen wir doch wenigstens mal ausführlich diskutieren. Ich verstehe das nicht. Und dann gibt es einen zweiten Gesichtspunkt. Sie haben ja vereinbart automatische Sanktionen. Dazu muss ich mal sagen, Frau Bundeskanzlerin, es gibt keine automatischen Sanktionen, sondern es müssen immer noch Menschen entscheiden, dass sie eingesetzt werden. Also nach bestimmten Kriterien. Sie wollen ja bloß sagen, die Länder haben dagegen kein Beschwerderecht etc. Und zwar, wenn eine bestimmte Haushaltsdisziplin verletzt wird. Und dann sagen Sie, muss ganz Europa die Schuldenbremse übernehmen, die wir in Deutschland schon eingeführt haben. Darf ich mal wieder den Konstruktions- und Denkfehler der Schuldenbremse versuchen zu erklären? Es gibt einen Unterschied zwischen dem Bundeshaushalt und dem privaten Haushalt. Im privaten Haushalt herrscht die Regel, wenn ich mehr Geld habe, gebe ich mehr aus, wenn ich weniger Geld habe, gebe ich weniger Geld aus. Der Bundeshaushalt, wenn man den verantwortet, muss man ganz anders entscheiden. Wenn man gute Steuereinnahmen hat, kann man Schulden abbauen und sparen. Und wenn man schlechte Steuereinnahmen hat, muss man zusätzlich investieren, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Und genau das verbietet Ihre Schuldenbremse. Deshalb ist das ganze Konstrukt gemeinsam gefunden von Union und SPD falsch. Und das jetzt auch noch ganz Europa aufzustülpen, ist sozusagen eine Multiplizierung dieses Fehlers. Aber jetzt kommt etwas anderes. Und das muss ich immer als Jurist sagen. Beide Regelungen widersprechen natürlich ganz klar dem Vertrag von Lissabon. Da Großbritannien nicht mitspielt, können Sie den Vertrag nicht ändern. Und nun gehen Sie den Weg und sagen, ach, wir machen einfach einen eigenen neuen Vertrag. Das ist so ein typischer Trick. Und es fällt ja wahrscheinlich gar keinem auf, dass das dem Vertrag von Lissabon widerspricht. Aber ich sage Ihnen klipp und klar, wenn man einen völkerrechtlichen Vertrag schließt, der einem bestehenden völkerrechtlichen Vertrag verletzt oder widerspricht, dann ist der neue Vertrag völkerrechtswidrig. Und da wir nach dem Grundgesetz an das wirksame, geltende Völkerrecht gebunden sind, kann auch das vom Bundesverfassungsgericht niemals bestätigt werden. Dieser Trick wird nicht funktionieren. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, Frau Bundeskanzlerin, warum fragen Sie mich eigentlich nicht vorher? Dann könnte man solche eklatanten Fehler wirklich vermeiden. Das wäre ein einfacherer Weg, wenn ich das mal sagen darf. Nun spielt ja Großbritannien nicht mit. Und alle fallen jetzt über Großbritannien her, wobei ich sage, die Begründung von Großbritannien ist tatsächlich abenteuerlich und nur zurückzuweisen. Aber an sich haben Sie recht, dass das Konstrukt so nicht geht. Nur, wie gesagt, mit einer falschen Begründung. Kommen wir zurück zur europäischen Idee. Und das ist mir jetzt sehr ernsthaft. Diese europäische Idee wurde auch von Konservativen vertreten. Nicht nur zu Zeiten Kohls, auch vorher, auch danach. Und diese europäische Idee machen Sie kaputt. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie machen sie kaputt. Sie führen eine Agenda 2010-Union ein, und zwar multipliziert. Agenda 2010, leider eine Erfindung der Sozialdemokraten, bedeutet Geringverdiener. Jetzt haben wir übrigens eine Studie bekommen, dass die Geringverdiener immer früher sterben. Wenn Sie jetzt nichts gegen Armut machen, handeln Sie sogar vorsätzlich, weil Sie wissen, dass Arme immer früher sterben. Also muss man, glaube ich, etwas dagegen zu tun. Aber Agenda 2010 bedeutet auch Lohnabbau, Rentenkürzung, prekäre Beschäftigung, Outsourcing. Das heißt, Teile der Unternehmen werden rausgeschafft aus dem Unternehmen, damit man schlechtere Löhne bezahlen kann, Teilprivatisierung der Renten und der Gesundheit. All das verordnen Sie in viel schärferer Form Griechenland, Spanien, Portugal und Italien. Was glauben Sie denn, wie die Menschen dann die EU empfinden? Glauben Sie wirklich, die denken dann, das ist ja eine tolle Einrichtung, die führt ja zu mehr Wohlstand? Die Menschen werden sagen, die EU baut meinen Lebensstandard ab. Sie baut mein Selbstwertgefühl ab. Sie verhindert meine eigene Würde. Und das kommt ja alles auch noch nach Deutschland.
Und das ist nicht nur sozial katastrophal, sondern es zerstört auch die europäische Idee und ist gefährlich. Ich möchte nicht zurück in das Europa des 20. und des 19. Jahrhunderts, das durch Kriege zwischen den heutigen Mitgliedsländern der Europäischen Union gekennzeichnet war. Dahin wollen wir nicht zurück. Dieser Sozialabbau ist darüber hinaus ja auch völlig falsch, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern. Es ist ebenso falsch, die Investitionen zu streichen. Denn das bedeutet doch alles weniger Steuereinnahmen. Und das bedeutet, dass das Geld, was wir dorthin geben, verbuddelt wird, und zwar in den Banken. Die Griechinnen und Griechen haben nichts davon, die Italienerinnen und Italiener haben nichts davon, die Spanierinnen und Spanier auch nicht, die Portugiesinnen und Portugiesen auch nicht. Aber es kommt auch für Deutschland und seine Bevölkerung nichts heraus, außer zusätzliche Schulden. Das ist alles nicht zu machen. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann glauben Sie doch wenigstens Ihrer heiligen amerikanischen Ratingagentur. Jetzt zitiere ich Ihnen mal Standard & Poor's, was die sagen. Die stehen nun wirklich auf der anderen Seite. Ich zitiere wörtlich. Die sagen, während sich die europäische Wirtschaft abkühlt, erwarten wir, dass ein Reformprozess, der allein auf der Säule der Sparanstrengungen ruht, zwecklos ist, wenn die Sorgen der Bürger um Jobs und Einkommen wachsen, die Nachfrage schrumpft und die Steuereinnahmen der Staaten erodieren. Zitat beendet. Das Ergebnis wird dann eine noch schlechtere Bewertung dieser Länder durch die Ratingagenturen sein, und das verschärft die Krise. Und weiter stellt die Ratingagentur zutreffend Folgendes fest, Frau Bundeskanzlerin. Die Staatsschulden seien nicht die Ursache, sondern die Folge der Bankenkrise. Weit klügere Leute sagen das auch. Warum reden Sie immer von einer Staatsschuldenkrise? Die USA haben viel größere Staatsschulden, auch in der Verhältnismäßigkeit, sind nicht in derselben Situation. Die Bankenkrise ist das Entscheidende. Das müssen wir überwinden, wenn wir aus der Krise herauskommen wollen. Und im Übrigen machen wir uns doch nichts vor. Agenda 2010, der Lohn- und Rentenabbau, führte dazu, dass deutsche Produkte billiger wurden. Deshalb konnten wir immer mehr davon nach Spanien, nach Italien, nach Portugal verkaufen. Und deshalb konnten die Firmen in Spanien, Portugal und Italien immer weniger ihre eigenen Produkte im eigenen Land verkaufen und hierher. Und das hat Folgen. Und deshalb sage ich Ihnen, wenn wir raus wollen aus dieser Falle, was auch andere Länder belastet, müssen wir endlich die Binnenwirtschaft stärken, um nicht so abhängig zu sein von den Verkäufen in andere Länder. Und wenn wir die Binnenwirtschaft stärken wollen, dann brauchen wir endlich höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen und eine Überwindung der gesamten prekären Beschäftigung. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist eben nicht nur sozial gerechter. Es verhindert nicht nur, dass Menschen wegen ihrer Armut immer früher sterben, sondern es stärkt eben auch die Binnenwirtschaft und hilft auch Italien und anderen Ländern. Wir haben es weiter mit einem dramatischen Demokratieabbau zu tun. Ich bitte Sie, was passiert denn da in Griechenland und Italien? Da werden auf Wunsch der Jongleure des Finanzmarktes Technokraten als Regierungschefs eingesetzt. Es gibt nicht eine Wahl vorher, keiner befragt die Bevölkerung. Und wenn ein Ministerpräsident sagt, ich will meine Bevölkerung befragen, dann muss er ja sofort zum Strafrapport zu Herrn Sarkozy und zu Ihnen. Und zwei Tage später ist er weg vom Fenster. Was hat denn das noch mit Demokratie zu tun? Ich bitte Sie. Tja, Herr Kollege, Herr Lindner, es ist Ihnen nicht entgangen, dass Sie schon. Herr Bundestagspräsident, das finde ich erstaunlich. Die 8 Minuten von Herrn Lindner dauerten so lange. Meine 11 vergehen so schnell. Wie kommt das eigentlich? Gut, dann lasse ich das aus und sage Ihnen nur noch, was wir wirklich brauchen, ist etwas ganz anderes. Wir brauchen erstens eine Regulierung der Finanzmärkte. Soros, der Multimilliardär, hat auf die Frage, ob er mit seinen Spekulationen schuld an der Krise sei, gesagt, nein, schuld ist die Politik. Ich bin gierig und wenn die Politik mir das erlaubt, dann mache ich das auch. Wenn sie es mir verboten hätte, hätte ich es ja nicht machen dürfen. Das ist die Logik von Soros. Also gibt er Ihnen die Schuld und insoweit ironisch zu Recht. Wir brauchen zweitens eine Finanztransaktionssteuer. Das geht jetzt leider nicht. Ja, das können Sie nicht mehr hören, aber das müssen Sie sich anhören, weil es der einzige Weg ist, der aus der Krise führt. Hören Sie zu, von den Konservativen verlange ich eins nicht. Ich verlange nicht, dass Sie links werden, das schaffen Sie nicht. Aber wenigstens Vernunft könnten Sie endlich mal an den Tag legen. Das ist doch ein Minimum.